Bongartz nicht so ganz gut zurecht. Zu Beginn der Saison war es so, dass die Bayern ausgerechnet gegen die SG 09 den ersten Punkt in der laufenden Meisterschaftssaison abgaben. 10:0 hatten sie damals und dann spielte Wattenscheid in München unentschieden. Und vor 3 Jahren brachte das Team die Bayern sogar um die Meisterschaft. 3:2 hieß es damals. Der Nobody gewann im Ruhrstadion und machte Kaiserslautern den Weg frei zum Titel. Fiel das entscheidende Tor noch einmal, der Pass von Sahne und Fink vollendet. Das war's dann. Ja, und nach dem 1:3 von Hamburg unter der Woche, da schossen die Bayern dann auch noch kräftig ins eigene Nest. Verunsicherung schien das zu bewirken und auszulösen. Und dann die Verletztenliste. Da hatte man Angst, dass das Bayern-Team kräftig reduziert würde werden können. Auf alle Fälle hat Erich Ribbeck schon mal den Betreiber des Fanshops mit nach Wattenscheid genommen und auf die Bank gesetzt. Der Mann heißt Hansi Pflügler. Dann kam die Aufstellung und alles erwies sich nur als ein Sturm im Wasserglas. Wenn Sie genau hinschauen, dann werden Sie nämlich sehen, dass nur auf einer einzigen Position im Gegensatz zum HSV-Spiel geändert wurde. Oliver Kreuzer konnte nun wirklich nicht und dafür spielte Czerny. Ansonsten die gleiche Besetzung auf vorne im Sturm Labbadia und Wohlfahrt. So, zu Hause hat Wattenscheid übrigens noch nie gegen die Bayern verloren. Das wollte ich noch als letzte Information loswerden, bevor jetzt Reinhold Beckmann mit guten 17 Minuten zu Ihnen kommt. Eigentlich freuten sich die Wattenscheider so richtig auf die große Kulisse im Ruhrstadion. Aber was ich ihnen dann offenbarte, war eine Solidaritätskundgebung der Fans des VfL Unabsteigbar Bochum für die Bayern und gegen die SG 09. Klassenkampf pur, blau und rot war angesagt. Denn Bochum und München verbindet seit Jahren eine einträchtige Fanfreundschaft. Ungeachtet dieser einseitigen Unterstützung legt der SG 09 selbstbewusst los. Buckmeier, Lesniak. Die erste Chance nach 4 Spielminuten und spätestens da wusste Harald Czerny, dass er heute Kilometergeld bezahlt wird als Mannbewacher von Lesniak. Der Eckball. Positionskämpfe im Strafraum. Und Neuhaus mit der nächsten Chance. Die Wattenscheider wirbelten gleich zu Beginn die Bayern-Abwehr mächtig durcheinander. Noch einmal. Zunächst Lesniak, Labbadia hatte auf der Linie gerettet und Neuhaus. Da soll der Franz Beckenbauer noch sagen, die Stürmer produzieren nur laue Lüfte. Labbadia als Retter. Bayern versuchte Struktur ins Spiel zu bekommen. Wattenscheid aber lauerte, um dann à la HSV die Münchner auszukontern. Moser. Lesniak. Buckmeier auf Fink. Toller Kombinationsfußball. Und wieder Eduard Buckmeier. Mit 5 Stationen hatten die Wattenscheider die Bayern ausgekontert. Der bewegliche Buckmeier und selbst Helmer vorübergehend in Verlegenheit. Wattenscheid in der Anfangsphase läuferisch stärker. Wieder ein Eckball. Ausschließlich von Moser getreten. Die Aufräumarbeiten dort hinten mit Matthäus und den anderen zwecklos. Wattenscheid weiter im Ballbesitz und dann dieses böse Foul von Lothar Matthäus an Hans-Werner Moser, der da zwar noch nachhakelt. Keine gelbe Karte für Lothar Matthäus von Schiedsrichter Fuchs aus Stutensee. Der pfiff heute übrigens zum ersten Mal in seiner Karriere und die dauert jetzt schon 6 Jahre lang, die Bayern. 14 Minuten gespielt, der Freistoß. Moser. Prinzen. Und noch einmal Fink. Riesenmöglichkeiten. 3 Hochkaräter nach 15 Minuten vergeben und jeder Fußballkenner verstand spätestens jetzt, dass Wattenscheid die einzige Mannschaft der Liga ist, die noch nie ein Tor in der Anfangsviertelstunde geschossen hat. Die Bayern, Jorginho, hat es zunächst mit Sobig zu tun, aber Ibrahim.
Welch ein Treffer! Im zweiten Versuch das 1:0 für den Mann aus Ghana. Noch einmal. Und das gegen so einen cleveren Kerl wie den Wouters. Lange war er verletzt, fand nicht wieder zu der Form, die ihn vorher so ausgezeichnet hatte. Ali Ibrahim. Das 1:0. Voll aufverdient zu diesem Zeitpunkt. Die Wattenscheider hatten sich diesen Vorsprung redlich erarbeitet. Und jetzt waren auch die Schwarz-Weißen auf der anderen Seite aufgewacht. Und kleinlaut inzwischen die Rot-Blauen. Wieder Lesniak. Kaum ein Zweikampf, den er verloren gab. Wolters. Ein böses Foul von Olaf Thon. Jetzt rätselten viele, gibt das mehr als gelb. Denn Wolters war auf dem Weg zum Tor, aber es blieb bei der gelben Karte. Freistoß Thorsten Fink, abgegeben. Lesniak! Können Tore schöner sein, meine Damen und Herren? Marek Lesniak, das 2:0 für die SG Wattenscheid nur noch. Und die Bayern lassen sich neuerdings nur durch Zaubertore bezwingen. Mit dem Rücken zum Tor. Und viele werden sich sicher fragen, warum reagiert Raimund Aumann nicht? Saisontreffer für den Spieler des Abends in Wattenscheid, Marek Lesniak. Moser, Ciskale, früher mal bei den Bayern tätig und wieder Ibrahim. Sie zauberten, sie zelebrierten Fußball. Die Bayern wirkten die Statisten. Und dann ging er hinaus. Der Mann, der mit seinem fantastischen Treffer das 2:0 erzielt hatte. Der Triumphmarsch des Hauptdarstellers des Abends, Marek Lesniak. Er konnte einfach nicht genug kriegen vom Applaus und ließ sich so richtig Zeit für seinen starken Abgang. Thomas Langbein kam und die Bayern. Sie kamen langsam, langsam, langsam. Noch immer nicht zwingend. Völlig verstört. Und jetzt schauen Sie sich dieses Spektakel genau an. Katz und Maus, ein Fußballmärchen in Schwarz-Weiß. Zählen Sie die Ballkontakte mit, liebe Zuschauer. Die Bayern, ihnen blieb nur der Ehrenpreis für die pantomimische Meisterleistung, hier zuzuschauen und nicht mehr einzugreifen. Ballkontakte haben wir gezählt, ohne dass ein Münchner Spieler hier eingreifen konnte. Wann hat es das in der Bundesliga gegeben, dass der Meisteranwärter, dass der Tabellenerste so vorgeführt wird? So, jetzt sind wir bei 25, 26, 27. Und jetzt hat Roger Prinzen ein Einsehen. Nein, gibt es noch den 28. Es hört ja überhaupt nicht auf. Genießen Sie es, liebe Zuschauer. Den Bayern-Fans tut sicherlich weh. Aber so ist es.
wenn man auf einmal überraschenderweise entzaubert wird. Das ist der Schlusspfiff. Das kleine Wattenscheid im Beamtendeutsch, auch Poesielos Bochum 6 genannt, hat es der Bundesliga gezeigt. Auch im dritten Versuch haben die Bayern bei der SG 09 nicht etwas reißen können. Angstgegner Wattenscheid. Und dann hochprozentige Fragen gleich von meinem Kollegen Dirk Froberg. Ja, den letzten Jahr. Ich sag mal so eine Steigerung von 500% oder ein bisschen mehr? Also ein bisschen weniger 500, da glaube ich 800 oder 900, kann man schon so sagen. Wenn man sieht, den Gegner Bayern München, wie wir den niedergekämpft, erst niedergekämpft und dann auch niedergespielt haben, muss ich sagen, riesen Kompliment für uns alle. Also wir haben immer ein Durcheinander gehabt, hinten wie vorne, und das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Das lag nicht nur am Oliver. Wir haben nicht gut gespielt, wir haben zwar ein oder zwei Chancen gehabt, genauso wie gegen Hamburg, aber sie nicht gemacht, und dann wurden wir bestraft. Mit glücklichen Toren des Gegners, aber sie haben verdient gewonnen letztendlich. Also bei uns wird weder die Luft brennen noch sonst was. Bei uns werden eventuell in der nächsten Woche an ein oder zwei Tagen die Socken qualmen vom Laufen. Ja, und er, Marek Lesniak, wollte seine Socken gar nicht mehr loswerden. So lange war er draußen bei den Fans geblieben, aber dann haben sie ihn doch noch wieder erkannt. Fußballglückseligkeit, der Mäzen und der Star. Bei uns für Sie jetzt der Moderator. Ja, das ist schon ein tolles Ding mit den Bayern, nicht? 0:4 Punkte in Folge, alles wieder offen in der Liga. Werder Bremen kann morgen die Tabellenführung übernehmen. Der Held des Abends ist bei uns, zugeschaltet. Guten Abend, Marek Lesniak. Guten Abend. Das mit dem Tor, das müssen Sie nochmal erklären. Sind Sie da bewusst volles Risiko gegangen? Sie hätten diesen Ball ja auch wirklich auch in die Wolken schießen können, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe einfach probiert und hat das geklappt. Hat ganz hervorragend geklappt. Ich denke, die Kollegen von der ARD haben ihren nächsten Studiogast schon sicher, wenn es um die Wahl des Tores des Monats geht. Marek, aber dann haben Sie Ihr Trikot auch nicht ins Publikum geworfen, wie das alle anderen Spieler tun nach so großen Erfolgen in Wattenscheid oder heute Abend in Bochum. Warum das nicht? Sie haben mit Jorginho getauscht. Ja, ich muss einfach sagen, ich habe noch keine Trikot von Wattenscheid. Das ist mein zweiter Verein in Deutschland und ich will dieses Trikot, die Siegtrikot, behalten zu Hause. Ach, Sie haben Ihr eigenes Trikot behalten und gar nicht getauscht? Nein, ich habe nicht getauscht mit Jorginho. Jorginho hat mir ein Trikot von Bayern München geschenkt. Dann haben Sie jetzt zwei, Ihr eigenes nach diesem großen Triumph und das auch noch des Brasilianers. Sagen Sie mal, wie kommt es eigentlich, dass Ihre Mannschaft heute Abend so stark gewesen ist? Ist das in der Tat auch die Motivation, wenn man gegen die Bayern spielt, oder war das der pure Abstiegskampf? Ich sage so, wir haben Angst vor der zweiten Liga. Wir wollen in der ersten Liga bleiben. Und wir sind einfach Angstgegner von Bayern München. Das hat man heute Abend wieder gemerkt. Und die Bayern auf dem Feld werden Sie mit Sicherheit auch ein bisschen beobachtet haben. Haben Sie da feststellen können, dass sich so etwas wie Verunsicherung breit macht bei denen, dass Sie vielleicht Angst davor haben, noch abgefangen zu werden? Ich denke, Bayern München ist das beste Verein in Deutschland. Die haben beste Spieler und ich hoffe, das bleibt spannend bis Ende, aber trotzdem, die schaffen diese Meisterschaft und die gewinnen. Das ist schön, dass Sie das sagen. Ganz Bayern wird sich freuen. Vor allen Dingen ist es natürlich schön, dass es ein Sieger von heute Abend so sagt. Aber ich meine jetzt noch mal so ein bisschen die Kommunikation auf dem Spielfeld. Merkt man das so als gegnerischer Spieler, dass da Nervosität beim Gegner, bei den Bayern, dass diese Nervosität da reinkommt? Ich sage so, wir haben ganz gut gespielt wie letzte Woche. Hamburger SV gegen Bayern, und wenn einer spielt richtig gut und geht drauf, dann jeder Gegner ist zu schlagen. Dann kann so etwas wie heute Abend auch mal passieren. Marek Lesniak, herzlichen Dank, dass Sie noch da waren. Viel Erfolg, vor allen Dingen auch im Kampf gegen den Abstieg. Tschüss, ja, nach Bochum. Vielen Dank, Wiedersehen.